Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Polarmats Box von Battleboy Basti. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Polarmats von Battleboy Basti. Das Ganze aus dem Jahr 2013. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl. Wie wir auf den ersten Blick sehen können, handelt es sich hier um eine schlichte Kartonbox in diesem klassischen Braun. Wir haben hier auf der Oberseite, auf dem Boxdeckel, lediglich einen Sticker, der uns darüber aufklärt, was wir hier vor uns haben. Wir haben hier die Battlebox. Battlebox Basti steht hier. Also, das Album heißt natürlich Polarmats. Und wir haben in dieser Battlebox folgenden Inhalt. Polarmats Album, Instrumentals, CD, Basti und deine Mutter T-Shirt, A6, Sticker und Autogrammkarte. Und diese Inhalte haben wir hier dann auch nochmal abgebildet. Jawohl. Hier unten haben wir noch die Beteiligten des Albums und einen Barcode. So, von den Seiten her ganz schlicht in Braun gehalten, von unten ebenso. Dann machen wir das gute Stück mal auf und kommen zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein Shirt, dann haben wir hier jede Menge Kunststoff, also jede Menge Füllmaterial, um das Ganze hier entsprechend auszupolstern, damit der Inhalt nicht so herumfliegt. Das sind die Instrumentals zum Album. Dann haben wir das Album an sich. Das dürfte dann der Sticker sein und dann haben wir zum Abschluss noch die Autogrammkarte. Jawohl, so, dann lassen wir das ganze Füllmaterial mal da drin. Ich glaube, das erspare ich euch, das kennt jeder, wenn man schon mal Pakete verschickt oder bekommen hat. Und die Box packen wir dabei zur Seite. So, Autogrammkarte und Sticker ebenfalls. Dann haben wir hier das Album und die Instrumentals und die kommen auch zur Seite. So, wir starten wie immer mit dem Album an sich. Battleboy Basti lesen wir hier. Es ist ein reguläres Jewelcase und wir lesen hier dann auf dieser kleinen Tafel den Albumtitel Polarmats. Es ist das Debütalbum von Battleboy Basti und genau dieser sitzt hier auf einem sehr, sehr kleinen Tisch, der nicht mal am Boden steht, weil er ihn mehr oder weniger auf dem Schoß hat. Und dann haben wir hier die Dame, die dürfte wohl offensichtlich den Unterricht gestalten. Ja, das ist ein interessantes Szenario. Also sieht so nach Einzelunterricht aus. Und wenn man sich das Zeug ansieht, also hier unten, es dürfte irgendwie so ein Spieltelefon sein oder sowas. Und ja, ich glaube nicht, dass hier allzu viel Wissen weitergegeben werden kann. Auf der Seite lesen wir ebenfalls Battleboy Basti Polarmats. Und auf der Rückseite, das gefällt mir vom Artwork schon mal richtig gut, es sieht nämlich so aus wie so ein Notenblatt, also wie so ein Zeugnis. Hier oben lesen wir Zeugnis für Battleboy Basti. Battle Rap 1, Double Time 2+, Wahlpflichtunterricht, Masturbationskunde 3-, und Wack-A-Ho 5+. Dann haben wir die Beteiligten und einen Barcode. Und in der Mitte, das ist das eigentlich Interessante, den Pflichtunterricht, denn wir haben hier die Tracklist. 14 Stück an der Zahl und wir haben hier Features von Wist und Nomis. Okay? Und von diesen 14 Tracks sind auch zwei Skits dabei. Basti entdeckt die Welt 1 geht und Basti entdeckt die Welt 2 geht. So, dann schauen wir mal hinein. Als erstes werfen wir einen Blick ins Booklet. So, wir haben hier nochmal die Tracks im Detail. Bedeutet, hier sehen wir, wer hat das Ganze produziert, wer hat den Text geschrieben und wer hat das Ganze gemastert. Das Ganze ist hier auch wieder in dieser Tafeloptik. Und dann haben wir hier die Frau. Sieht jetzt da etwas anders aus. Ups. Hier war das Cover. Ja, dürfte scheinbar dieselbe Dame sein. Da sieht sie dann doch etwas beleibter aus und hier etwas schlanker. Interessant.
Hier trägt sie nur so einen grauen Blazer drüber und hat die Haare etwas anders. Und auf der letzten Seite, auf der Rückseite, sehen wir hier Battleboy Basti vor einem Buch sitzend. Es sieht so nach, ja, ich würde jetzt mal sagen, Naturwissenschaften aus, Biologiebuch eventuell. Und hier die Lehrerin, die sich hier mit großzügigem Ausschnitt nach vorne beugt. Und der Battleboy ist, soweit ich es erkennen kann, mit seinen Augen auch eher hier in dem Bereich und weniger in dem Buch. Naja, so ist er. So, dann kommen wir zur Album-CD. Die sieht so aus, in dunkelgrau gehalten. Und auf der Rückseite haben wir dann noch eine Schultüte zu sehen. Und in dieser Schultüte befinden sich diverse bunte Süßigkeiten. Dann haben wir hier eine Pommes-Schachtel. Was lesen wir hier? Burger Boy Basti. Und dann haben wir hier noch ein Magazin Play Nerd. Was lesen wir hier? Die besten Tipps, deine Lehrerin zu verführen. Ja, die gute Dame, mit der hier den Unterricht teilt, die ist auch hier auf dem Cover zu sehen. Okay. So, dann haben wir die Instrumentals zum Album. Die kommen in einer Papphülle. Wir haben hier eine bunte Gitarre und diverse Notenschlüssel und Zeichen hier. Auf der Rückseite haben wir dann 12 Tracks an der Zahl. Wieso? Das habe ich vorhin erwähnt. Wir hatten ja hier 14, allerdings waren eben hier einmal und zweimal Skits dabei. Bedeutet, von den 14 Tracks waren 12 mit Beat. Und die haben wir hier dann in der Instrumentalvariante mit drauf. Beteiligte und Barcode. So sieht dann die CD aus. Auch hier wieder in diesen bunten Würfeln Instrumentals zu lesen. Jawohl. Dann haben wir mit dabei ein Shirt. Das Shirt ist in Schwarz gehalten. Und wir haben hier ein äußerst interessantes Design. Also hier oben, linke Brust ist das, lesen wir einmal Battleboy Basti. Wobei das Boy hier rot ist. Das kennen wir schon vom Album-Artwork. Und jetzt wird es echt spannend. Denn wir haben hier eine Zeichnung von zwei Strichmännchen. Hier eine trägt offensichtlich eine Brille und hat hier einen Pfeil. Hier lesen wir Basti. Und dann haben wir eine andere Strichfigur. Hier mit einem Pfeil, deine Mutter. Und es dürfte wohl angedeutet werden oder veranschaulicht werden, dass Basti deine Mutter hier sexuell beglückt. Ja, also mit diesem Shirt kann man sich auf jeden Fall sehen lassen. Idealerweise bei den Schwiegereltern. Also die Schwiegermutter ist davon sicher begeistert, wenn man in diesem Shirt auftaucht. Aber auch generell glaube ich, dass man in der Öffentlichkeit mit diesem Shirt sehr positiv wahrgenommen wird. Ja, dann haben wir hier hinten nichts weiter zu sehen. Alles in Schwarz. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Screen Stars. Das ist eine Untermarke von Fruit of the Loom. Das Ganze ist Größe L. Und wo haben wir es hier? 100% Baumwolle und made in Marokko. Grüße gehen raus. So, dann packen wir das Shirt wieder zusammen und schauen uns die letzten beiden Inhalte an. Und zwar haben wir hier einmal einen Sticker, der kommt im Querformat. Hier haben wir wieder die Lehrerin und den Battleboy abgebildet. 1 plus 1 ist gleich. Okay, also hier hochkomplexer Schulstoff, der hier vermittelt wird. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch diese Autogrammkarte. Hier lesen wir Battleboy Basti und wir sehen eben diesen hier abgebildet, wie er scheinbar mit einer kleinen, mit so einem kleinen Fläschchen Seifenblasen pusten möchte. Ja, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Autogrammkarte im Hochformat, dann dieser Sticker hier im Querformat, A6 dürfte das sein, also klassisches Postkartenformat. Dann das Shirt mit dem wunderschönen Design in Größe L. Die Instrumentals, 12 Stück an der Zahl in der Papphülle und natürlich das Album an sich mit insgesamt 14 Tracks. Jawohl! Das alles in dieser wunderbaren Box Polarmats von Battleboy Basti. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box?
Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Battleboy Basti unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.